Hier geht es darum, eine ganz konkrete Frage zu klären. Beim Fadenpendel hängt die Schwingungsdauer davon ab, wie groß diese Kugel ist. Und da gehen die Begriffe oft durcheinander, ob man das nun Kugelfadenpendel nennt, mathematisches oder sogar physikalisches Pendel. Das klären wir hier. Klären wir nochmal die Begriffe beim Fadenpendel. Der Winkel ist eine Möglichkeit, die Auslenkung zu beschreiben. Beschrieben wird das Fadenpendel durch die Fadenlänge L. Das soll hier vom Aufhängpunkt bis zum Mittelpunkt der Masse sein, in dem Fall eine Kugel. Und jetzt ist die Frage, wie hängt die Schwingungsdauer vom Kugelradius ab? Üblicherweise, wenn in der Herleitung angenommen wird, dass die Kugel einen sehr kleinen Radius hat, dann leitet man her, dass die Kreisfrequenz Omega Wurzel g durch L ist. G ist die Erdbeschleunigung, L ist die Fadenlänge. Aber das gilt nur für punktförmige Massen. Und dann nennt sich das mathematisches Pendel. Außerdem wird angenommen, dass die Schnur selber masselos ist, also die gesamte Masse in diesem einen Punkt vereinigt ist. Und jetzt ist klar die Frage, ist denn das hier irgendwie anders, wenn die Masse ausgedehnt ist? Und in dem Fall ist die Beschreibung, um das ja durch Formeln auszudrücken, eines physikalischen Pendels anzuwenden. Das haben wir geklärt. Hier ist es nochmal aufgemalt in dem Kapitel zum physikalischen Pendel. Der Ansatz dabei ist, dass die Masse irgendeine Verteilung hat, egal wie die aussieht, beschrieben wird. Diese Bewegung, also das könnte so ein Pinsel sein, der irgendwie schwingt, beschrieben wird das durch die Achse, die an irgendeinem Punkt durch diese Massenverteilung geht, durch den Schwerpunkt S. Und den Abstand zwischen Schwerpunkt und diesem Achspunkt nennen wir diese Strecke D. Wieder ist es der Winkel Phi, der als Auslenkung zur Beschreibung verwendet werden kann. Dann haben wir das in dem Kapitel zum physikalischen Pendel hergeleitet, dass das Omega Wurzel m mal g durch mal d ist. Also das ist Masse, Gesamtmasse, Erdbeschleunigung, dieses klein d und das Ganze aber geteilt durch das Trägheitsmoment des gesamten Körpers bezogen auf die Drehung um diese Achse a. Ich weiß nicht mehr, hatte ich eben Wurzel hier gesagt, also Omega ist Wurzel m mal g mal d durch i. Und jetzt ist die Frage, was passiert, wenn wir eine konkrete Form des Körpers haben, nämlich Kugelform, wie sieht dann dieses Omega aus. Das heißt, in dem Fall muss das Trägheitsmoment der Kugel genommen werden, bezogen auf die Drehachse A. In dem Kapitel zum physikalischen Pendel hatte ich hergeleitet, wie das für so einen Stab zu beschreiben ist, wenn die Drehachse irgendwo in der Mitte von dem Stab ist und tatsächlich das Trägheitsmoment ausgerechnet. Es gibt eine etwas, naja, intelligentere Möglichkeit, das auszurechnen. Das nennt sich Steinerscher Satz. Das Trägheitsmoment, sagt dieser Steinersche Satz, ist das Trägheitsmoment von dem Körper, wenn man die Drehung um die Achse durch das Zentrum, durch den Schwerpunkt betrachtet, plus die gesamte Masse des Körpers mal dem Abstand zu der tatsächlichen Drehachse. Also für den Kugel können wir damit Folgendes verwenden. Aus der Mechanik weiß man, wie das Trägheitsmoment aussieht, wie groß es ist für eine Kugel, wenn die Kugel sich um die Achse durch das Zentrum der Kugel dreht. Vorausgesetzt, die Kugel hat auch noch eine homogene Massenverteilung. Dann ist das Trägheitsmoment 2/3 mal Masse der Kugel mal R Quadrat. R soll, groß R, soll der Kugelradius sein. Das heißt, wenn wir das jetzt
einsetzen, kommt direkt raus. Omega ist Wurzel m mal g mal l. Das ist die Fadenlänge. Das ist das gleiche wie das d in diesem Fall hier, in dieser Konstruktion. Durch die Summe nach dem Steinerschen Satz 2 Fünftel m r Quadrat plus m mal l Quadrat. Das kann man jetzt noch umstellen, indem man zum Beispiel mit der 5 erweitert. Dann bekommen wir diesen Ausdruck und durch l Quadrat teilt. Dann erhalten wir 5 mal g durch l durch 2 r Quadrat durch l Quadrat plus 5 und daraus die Wurzel. Und das kann sogar noch etwas anders hingeschrieben werden, nämlich das Wurzel g durch l kann ausgeklammert werden als gemeinsamer Faktor. Also Wurzel g durch l mal Wurzel 5 und dann dieser Ausdruck, wie es hier unten steht. Das heißt, dieser erste Teil hier, Wurzel g durch l, ist gerade die Schwingungsdauer des mathematischen Pendels unter der Annahme, dass die Masse in einem Punkt nur vorliegt. Und der hintere Teil als Faktor korrigiert diese Kreisfrequenz, wenn die Massenverteilung irgendwie größer, also wenn der Radius der Kugel nicht null ist. Das kann man jetzt umstellen als Schwingungsdauer. Das war ja die ursprüngliche Frage. Ändert sich die Schwingungsdauer? T ist 2 mal Pi mal 1 durch Omega, kommt dieser Ausdruck raus. Den gucken wir uns nochmal an, weil wir das sozusagen die Antwort liefert. Also die Schwingungsdauer ist 2 mal Pi Wurzel L durch G. Das ist genau das für das mathematische Pendel, die Schwingungsdauer. Hinten dieser Korrekturterm für groß R größer 0. Und das kann man jetzt einfach mal auftragen, wie groß dieser Korrekturterm ist. Hier als Beispiel für L 0,5 Meter, also einen halben Meter Pendellänge, und dann sieht man hier aufgetragen als Funktion des Kugeldurchmessers und sieht hier, naja, die Unterschiede sind nicht sehr groß, so im Subprozentbereich für nicht sehr große Kugelradien. Und ganz konkret, wenn also der Radius 5 Zentimeter ist, kommt da ungefähr eine Korrektur raus für die Schwingungsdauer von 0,2%. Also das ist nicht sonderlich groß. Das würde auch entsprechen einer Änderung der Schwingungsdauer, wenn die Fadenlänge variiert wird, in dem Fall um 2 mm. Es ist also nicht sehr groß, trotzdem sicher hat es einen Einfluss und es ist messbar. Also die Antwort auf die ursprüngliche Frage ist, wie groß diese Änderung ist. Ja, die Massenverteilung hat einen Einfluss. Man muss es mit den Begriffen des physikalischen Pendels beschreiben. Aber diese punktförmige Masse ist immer noch eine ganz gute Näherung und deswegen vernachlässigt man oft, ich habe es auch in dem Kapitel zum Fadenpendel so gemacht, vernachlässigt man den endlichen Radius der Kugel. Man könnte jetzt weiter fragen, spielt denn jetzt auch die endliche Masse des Fadens irgendeine Rolle? Ja, dann müsste man die Masse auswiegen und das Trägheitsmoment dieses Fadens berücksichtigen. Wenn Sie wollen, können Sie das mal durchführen, ob das bei welchem Verhältnis der Massen von Kugel und Faden es eine Rolle spielt. Die Schwingungsdauer wird auch in geringem Maße davon beeinflusst, wenn diese Bewegung gedämpft ist. Und jede Schwingung im realen Fall, also wenn die Kugel schwingt, kommt sie ja irgendwann in die Ruhelage zurück. Die ist gedämpft durch Reibung in der Luft zum Beispiel. Und im Kapitel zu den gedämpften Schwingungen klären wir, dass wenn die Dämpfung nicht sehr groß ist, der Einfluss auf die Schwingungsdauer klein ist. Also das spielt auch keine große Rolle. Deswegen haben wir hier geklärt, um das abzuschließen, dass in guter Näherung das Fadenpendel beschrieben werden kann, auch wenn die
Kugel einen endlichen Radius hat, als mathematisches Pendel und der die Schwingungsdauer wahrscheinlich so, was man mit der Hand messen kann, nicht genauer gemessen werden kann als diese Abweichung. Das ist doch mal eine Antwort, dass die Näherung tatsächlich Bestand hat. Tschüss und bis zum nächsten Kapitel in der Serie über Schwingungen und Wellen.